Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir erkunden jetzt erstmal diesen Wasserfall hier hinten. Mysteriöse Muscheln, wow. Alles klar. Was es damit auf sich hat, muss ich euch auch noch erzählen irgendwann, ne? Stimmt. Gut, wir... Willst du? Nein, schade. Wir, was machen wir? Wir werden jetzt zum Gongolberg gehen. Ein Fragment, okay. Und ich hatte nachgeguckt, welche Herzteile uns noch fehlen. Und... Es fehlen noch ein paar. Auf jeden Fall. Und die werden wir auch alle bald holen. Allerdings muss ich dafür noch ein paar Sachen machen. Für ein paar zumindest. Gehen wir da jetzt hoch oder gehen wir erstmal... War da hinten noch was? Ich glaube nicht. Wir gehen hoch. Oder? Ne, da hinten war glaube ich nichts. Wir müssen ja erstmal zum Melter später noch und auf diesen Berg rauf. Und hier oben noch hin. Zu dem Schwertmeister. Denn vielleicht könnte er noch ein Fragment vereinen wollen. Weiß nicht. Hey, ja, Villa, cool. Hallo, Maximus. Und, okay. Der Wasserfall geht auf. Und ich glaube, somit haben wir schon fast alles, was es hier in diesem Bereich gibt, also in der Geheimwelt von Tabanta, freigelegt, bin ich der Meinung. Da gibt es übrigens auch noch, ich glaube, 3 oder so Herzteile. Bin mir da gar nicht so sicher. Wir fliegen mal kurz hier auf den Gongolberg rauf. So. Denn von da können wir, glaube ich, leichter nach unten kommen. Und wir müssen noch einmal zu Melter und so. Vielleicht will ja da wer Fragmente vereinen. Hey, ja, willst du? Cool. Das haben wir noch 20 Mal. Okay, jetzt noch 19 Mal. Aber wir haben auf jeden Fall genug davon. Von diesen Fragmenten. Hier kommt eine Truhe hin, ne? Ja. Wir müssen nochmal ins Wald-Minisch-Dorf, Leute. Denn ein Minisch von dort will, beziehungsweise wollte, 2-mal Fragmente vereinen. Und das zweite Fragment, was er vereinen will, ist das Fragment, was ich dachte, was der Minisch vereinen möchte, den wir treffen, wenn wir uns in den Wald, wenn wir in den Wald fliegen. Ah, die Bohne wächst. Okay, sehr geil. Da kommen wir auch noch später hin. Da müssen wir auch halt hin. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob da oben Herzteil ist. Bin mir da gar nicht so sicher. Will da noch ein Fragment vereinen? Nein, okay. Ich glaube, das ist aber auch die letzte Bohne, oder? Ich weiß es gar nicht so. Nein, er will kein Fragment vereinen. Okay. War das die letzte Bohne? Ich weiß es halt echt nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, Leute. Es könnte die letzte Bohne sein, aber es könnte auch sein, dass wir nicht übersehen haben. Und ich glaube, ein goldener Creep kommt hier hin. Ja, okay. Ja, die Creeps hier, die brauchen wir nicht unbedingt mehr. Ich meine, Geld haben wir halt definitiv genug. Und wir müssen halt auch nicht mehr wirklich was ausgeben. Außer für ein paar Fragmente oder so vielleicht. Aber ja, egal. Hier kommt eine Truhe hin, oder? Ja, okay. Sehr gut. Ist hier noch wer drin? Ja. Hallo. Der will kein Fragment vereinen. Wow. Mann, Wunder. Sonst will hier fast jeder dieser Minisch ein Fragment vereinen. Okay, der auch nicht. Der wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Doch, der schon. Hier hinten noch einer? Nein, okay. Letztes Fragment hier. Mach was Cooles. Please. Ich glaube, hier kommt auch eine Truhe. Ja, okay. Ja, die Truhen, die werden wir nicht unbedingt einsammeln, weil in dem Spiel halt ja keine Herzteile in Truhen sein können. So, oder sind, soweit ich... Ja, nee, sind sie nicht. Bin ich der Meinung. Deswegen können wir die Truhen eigentlich ignorieren, weil da sind halt, wenn dann Fragmente oder halt... Geld oder Zaubermuscheln oder so drin. Also,
nichts Krasses. Auch keine Upgrades mehr, weil wir die alle schon haben. Glaube ich. So, wir gehen jetzt noch links auf den Berg rauf. Einmal runter. Kann man hier eine Bombe legen? Ja, lol. Lol. Oh. Ha. Okay. Warum habe ich das denn? Warum habe ich das denn nicht gemacht damals? Ha. Das ist ein Ding. Da drin war die Fee, ne? Ja. Ich glaube, da drin war die Fee. Da kommt die Truhe, können wir schnell holen. Wir sind ja eh schon hier. Ein Fragment, okay. Aber was uns wirklich interessiert ist... Ja, oh. Dort links. Einmal der Eingang gleich. Aber der hier. Und der Maulwurfseingang nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und hier oben ist noch die Bohne. Da ist sie. Aua, das ist ein Gegner. So, mal sehen, was wir hier... Haben wir hier ein Herzteil auf der Bohne? Ich weiß, ich glaube schon. Hm. Ja, haben wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt 2, ne? Ja. Das heißt, uns fehlen noch 6. 6 Herzteile fehlen uns noch. Und halt ein Herzcontainer, den wir noch kriegen. Ich denke, das kriegen wir hin. 1 kriegen wir noch in der Stadt, ein Herzteil. Du hast doch das Einzige, was wir in der Stadt noch bekommen. Dann kriegen wir noch, ich glaube, 3 im Tal von Tabanta. Dann den Herzcontainer von da. Und dann fehlt mir trotzdem noch ein Herzteil. Muss ich mal gucken. Wo ich das her... Ah! Okay. Eine wundersame Wand, schade. Ja, okay, wenn wir jetzt wirklich 3 Herzteile in Tabanta bekommen, dann haben wir alle Herzteile, Leute. Geh weg. Ich weiß gar nicht, was wir hier noch... Ah, Gott, oh Gott. Puh. Wow. Komm, können wir hier nochmal eine wundersame Wand oder so haben? Das wäre echt cool. Wir haben wahrscheinlich hier oben, ne? Ja, uns würde hier kein Weg hinführen, oder? Ja, da ist sie. Geh weg. So, und ich glaube, wir brauchen jetzt auch nur noch eine wundersame Wand. Ne, 2. Eine? 2? Ich glaube, sind wir... Ich glaube, das war's. Ja, noch ein Versuch, aber sie geht echt einfach nicht kaputt. Hm. War's das schon? Ich glaube, das war's, Leute. Hier ist die Koronhöhle, von der alle sprechen. Ich bin gekommen, euch zu helfen. Du kommst genau im richtigen Moment. Lass uns nun gemeinsam versuchen. Ich glaube, das war's, Leute. Ich glaube, mehr als 6 Koronen gibt's nicht. Das heißt, wir werden da gleich vor dem Tabal... Tal... Tabal. Tabal, geil. Vor dem Tal von Tabanta nochmal hingehen. Und uns dort etwas holen. Krass. Das war dumm. So, raus. Dann haben wir den Gongolberg auch abgeschlossen, würde ich sagen. Und wir fliegen dann nochmal schnell in die Stadt. Nochmal schnell runter zu den Goronen und danach gehen wir ins Tal von Tabanta. Und machen da unseren Shit. Wir haben zwar da noch nicht alle Fragmente oder so vereint. Ich glaube, dafür gibt es halt eine Trophäe oder so. Zumindest im Inventar, bin ich der Meinung. Ich weiß es aber nicht genau. Und mehr halt nicht. Will halt hauptsächlich nur die Herzteile haben. Nice! Wuhu! Die Flasche. Verwelle sie mit verschiedenen Dingen. Oh yeah. So, ich weiß nur nicht mehr, ich muss nochmal gucken, wo wir die 4. Flasche herbekommen. Ah. Hey. Ja, es gibt halt, ja, klar, 4 Flaschen, ne? Macht Sinn. Ich weiß nur nicht, wo. Oh. Big Goron wird wach, Leute. Aber fein geschlafen. Boah, der Riesenende. Allgemein, boah, ist der fett! Alter Vater!
Perfekt, jetzt passiert was Gutes. Ja. Gehen wir doch nochmal schnell hin, aber ich glaube, dass man... Ich weiß nicht. Kann man da jetzt schon was machen? Ich weiß es echt nicht. Nee, weil wir kriegen noch 2 Herzteile in der Stadt. Das heißt, es gibt noch 2 im Tal von Tabanta. Wir fliegen mal kurz hin. Der Bikoron gibt uns halt... Oh. Mann, geh weg. Ich glaube, das war dumm, hier hin zu porten, oder? Ja, komm. Okay, dann porten wir uns mal kurz hier hin und fallen dann einfach runter. Jo. Zack. Was soll ich gerade sagen? Genau, der Bikoron gibt uns halt den Spiegelschild. Allerdings glaube ich erst, nachdem wir mit Fatih fertig sind. Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Menschenweg. Schön, dass du mich im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Und komm bitte wieder, sobald du etwas Großartiges vollbracht hast. Nicht vergessen. Ja, genau. Es bringt also eigentlich gar nichts mehr, aber... Ja, wenn wir Fatih besiegt haben, kommt er halt an. Und, beziehungsweise, können wir zu ihm gehen und unser Schild ihm geben. Was er dann halt zu einem Spiegelschild macht. Ja. Das ist halt schon cool, aber es wird halt dann nicht mehr nötig sein. Ich werde das, nachdem wir Warte gemacht haben, nochmal machen. Damit wir wirklich alles hier geschafft haben, sag ich mal. Also alles Wichtige. Jedes Item haben, so gesehen. Und so weiter. Und wir hatten nicht jedes Item, weil den ersten Bumerang hatten wir nicht. Aber ist ja egal. So, wir sind in der Geheimwelt von Tabanta. Und wir hatten hier doch einiges gemacht, oder nicht? So, erstmal hier lang gehen. Hatten wir hier unten irgendwas? Ja, aber das ist nur als Minish, ne? Genau, hier unten als Minish. Können wir rein. Und sonst war hier, glaube ich, als normaler Wicht, sag ich jetzt mal, nichts. Genau. Hier unten ist das Flugmal, da könnten wir hoch. Ist aber nicht nötig, ist eher uninteressant, sag ich jetzt mal. Hier waren wir auch schon. Da oben können wir nicht rein. Also, wir können da rein, aber es bringt halt nichts, da reinzugehen. Okay, da kommen wir weiter. Dann gehen wir mal eben hier hoch. So. Hier ist der goldene Creep, der sich festgebackt hat. Natürlich für uns ganz nice. Alles klar. So. Ja, wir hatten ja hier so einen kleinen... Genau, Geheimweg, sag ich mal. Nicht Geheimweg, aber halt so einen kurzen Weg freigemacht. Hier können wir auch noch rein. Ich meine, wundersame Wände wird es hier nicht mehr geben. Aber Truhen halt, wie es aussieht. Ja, 50 mysteriöse Muscheln. Nee. So. Dann. Okay. Hier auch nichts mehr gehabt, genau. Hier wollten wir schon mal lang. Aber das konnten wir nicht, da hier Wasser war. Und jetzt können wir erstmal hier rein. Hier ist noch ein weiterer Schwertkämpfer. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte. Ich bin Austin, einer der besten Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du nur deine Schwerttechnik verbessern. Willst du? Ja, will ich. Ja, du beherrschst die Wirbelattacke. Ich zeige dir, wie du sie noch schneller aktivieren kannst. Für das Training bei mir ist deine Vorstellungskraft sehr wichtig. Also schließe deine Augen, stell dir vor, du bist im Blitz schnell der Wirbelattacke aktivierst. Oh, Wirbel. Schwung. Aha, jetzt kannst du deine Wirbelattacke blitzschnell aktivieren. Das ist kein Scherz. Alles hängt von deiner Vorstellungskraft ab. Bündle deine Energie. Damit lädt sich unser Schwert erstens halt für die Wirbelattacke schneller auf und fürs Klon. Und ich glaube, jetzt sind wir echt mit den Schwertkämpfern komplett fertig. Wir haben jetzt, glaube ich, jeden Schwertkämpfer. So, und hier war das so. Ja, das war ein schweres Rätsel. Alles klar. So, wir kriegen in der Stadt noch 2 Herzteile, ne? Ja. Müssen wir... Hier müssten wir aber, glaube ich, auch noch 2 bekommen dann. Warte mal. Oder? Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr, verdammt. So, was hatten wir hier denn alles neu? Da oben nichts mehr, ne? Da oben haben wir den Bogen herbekommen. Da unten können wir durch. Und wir können halt
hier hin. Also da hinten in das Loch. Hier drin ist eine Truhe. Hör da einfach mit. Wow. Haben wir echt nur... Ja, jetzt haben wir keine Herzteile. Wir fehlen... 4 Herzteile fehlen noch. 2 bekommen wir in der Stadt auf jeden Fall. Das sind dann einmal... das Hühnerspiel. Und einmal ein ätzendes Herzteil. Oh, wird das ätzend. Aber ich glaube, wir werden es überleben. Und... Das heißt, wir müssten hier noch 2 bekommen. Nein, klar. 1 bekommen wir noch... auf dem Friedhof. Da müssen wir nochmal hin. Und zwar können wir das eine Grab, glaube ich, einfach echt nach oben schieben. Also selber. So wurde es jedenfalls geschrieben im Dings. Oh. In der Lösung, sag ich jetzt mal. Und deswegen... Ja. So, können wir hier oben weiter hoch? Nee, da oben war nichts mehr, genau. Was bringt es uns also, hier lang zu rennen? Ah, es bringt uns hierzu, ne? Ja, und hier drin ist ein Herzteil, soweit ich weiß. Hey. Okay. Schade, ich dachte, der Mitteweg könnte ja vielleicht das Rätsels Lösung sein, aber nein. War's nicht. Einfach nur straight durch die Mitte die ganze Zeit. Das wär's. Das wär Mobbing. Das wär echt gemein. Okay, aua. So, komme ich hier überhaupt... Okay. Ja. Das ist noch ein Herzteil, okay. Das Herzteil kann ich mich gar nicht erinnern, Alter. Okay. Sehr nice. So, dann fehlen noch 3. Und diese 3 Herzteile... kriegen wir halt... Einmal noch auf dem Friedhof und 2 noch in der Stadt. Und den Herzcontainer kriegen wir auch noch. Und dann haben wir alle Herzen, Leute. Dann sind wir fertig. Oh, dann sind wir krass. So. Wird hier nicht auch irgendwie? Nee, da hinten führt ein Kleber dorthin. Ah. Okay, das machen wir auch noch. Part ist bald vorbei. Also das hier machen wir jetzt noch und auf jeden Fall will ich noch den Herzcontainer, sag ich mal, holen. Beziehungsweise zumindest freischalten, dass wir da hinkommen. So, hier kommt doch... Genau. Yep. Ich weiß gar nicht, was hier oben ist. Eine Truhe. Wehe. Alter. Dafür bin ich gerade hergegangen. Ach komm, was? Das ist voll unfair. Ich komme hier gar nicht lang. Okay. Zack. Den ganzen Weg wieder zurück. Damit wir uns da hinten wieder zum Dings machen können. Ach Gottchen. Aber immerhin war das Kleeblatt hier gerade. Was? Sehr nett. Zu uns. Wo bin ich denn gerade reingefallen? Hä? Okay. So, Windmal. Des Waldes, bitte. Also des unteren Waldabschnittes. Genau. Und dann nochmal zu dem einen Minisch, der über dem Wasser lebt, sag ich mal. Also rechts vom Priesterhaus vorbei. Oder am Priesterhaus vorbei. Und ja, da dann über das Wasser schwimmen. Und den Minisch im Haus besuchen. Dass der zweimal Fragmente vereinen will, ne? Ich glaube, das vergesse ich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel durchspiele. Jedes Mal. Ich denke immer, das ist der Minisch da oben bei dem anderen Windmal. Aber nein, es ist der Minisch hier. Es gibt's nicht. Zack. Genau, das hier öffnet diesen Gang. Ach, Mann. Den Herzcontainer holen wir uns aber als letztes. Weil nochmal als letztes so einen schönen fetten Herzcontainer bekommen, Leute. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Wir wissen ja, wo es ist. Wir müssen ja einfach nur da hingehen.
Und jetzt... Ich zeige euch das in diesem Part jetzt nochmal. Wird das ein bisschen Überlänge, sag ich mal. Das Friedhofsdings wollen wir uns auch später noch. Aber... Jetzt kommen wir zu dem ätzenden Teil des Spiels. Aber das ist halt einfach nur... Ich weiß nicht, warum das eingebaut wurde, um wirklich... Dass es ein Herzteil gibt. Oh, das ist halt so ätzend. Das ist halt einfach todesdumm. Das finde ich... Ist das... Nee. Das ist halt einer der beschissensten Wege, um Herzteil zu bekommen. Ganz ehrlich. Ah, ihr kennt ja die Zaubermuschel, ne? Haben wir ja gesehen schon mal. Und dann waren wir hier unten ja noch nie drin. Hier unten ist die Nintendo-Galerie. Ist eine mysteriöse Muschel, man findet sie überall. Wenn du mir eine Muschel bringst, bekommst du dafür eine meiner Figuren. Ah, du hast eine mysteriöse Muschel mitgebracht. Wenn du mir eine Muschel gibst, darfst du an der Figurenlotterie teilnehmen. Hast du Lust? Ja. Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Je höher dein Einsatz, desto höher die Chance auf deine Figur, die du noch nicht hast. Genau, und das steigert sich halt immer. Nächstes Mal wärst du dann ab 2 Muscheln erst 100% und so weiter, glaube ich. Also du musst immer mehr Muscheln setzen, um 100% zu bekommen. Um eine neue Figur zu bekommen. Und jetzt zum Beispiel bekommen wir... Okay, Till mit Freunden. Der in der Mitte heißt Till. Sie gehen immer in die Stadt, in der Stadt spazieren. Herzlichen Glückwunsch, ich lege die Figur, die du gewonnen hast, in das Regal links. Wenn du vor das Regal trittst, kannst du jederzeit ansehen. Ja, und das... Da müssen wir jede Figur holen, Leute. Und es gibt halt... Es gibt 130 Figuren. Es wird anstrengend, Leute. Und um ehrlich zu sein, bin ich echt am Überlegen, ob es vielleicht irgendwo, ob ich irgendwo einen Cheat finde, der das mir vereinfacht und mir wirklich alle Figuren gleich gibt. Es wäre nämlich um einiges einfacher. Ansonsten würde ich mir halt die Muscheln cheaten. Und das alles so beschleunigen. Es ist halt einfach dumm. Ich meine, es ist cool, sowas eingebaut zu haben, aber dass es ein Herzteil am Ende gibt, ist halt einfach dumm. Also, ja. Bis zum nächsten Part werde ich auf jeden Fall alle Figuren haben. Und dann können wir uns ein Herzteil holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Da rein.